Herzlich willkommen zurück bei Katholisch.de hier auf dem Katholikentag in Leipzig im Schatten der Nikolaikirche, wobei wir gerade in der prallen schönen Sonne sitzen. Wir haben den nächsten besonderen Gast hier bei uns am Stand bei Katholisch.de. Ich begrüße gleich Bischof Heinrich Timmer-Evers, noch Weihbischof im Bistum Münster, aber schon ernannter neuer Bischof von Dresden-Meißen und damit so halb schon der Gastgeber dieses Katholikentages. Mit ihm spreche ich gleich über seine Eindrücke hier beim Katholikentag. Bischof Timmer-Evers, herzlich willkommen bei Katholisch.de. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Der Katholikentag ist schon fast auf der Zielgeraden. Morgen ist noch der große Abschlussgottesdienst, dann ist ja schon wieder Geschichte Leipzig, der 100. Katholikentag. Was sind bisher Ihre Eindrücke hier von diesem Katholikentag? Also ein ganz schöner, positiver, froher Eindruck, frohmachender Eindruck. Also ich bin ganz vielen Menschen begegnet in den letzten Tagen. Menschen, die hier in Leipzig und im Bistum Dresden-Meißen zu Hause sind, aber eben auch Menschen, die aus meiner Region stammen, aus dem Münsterland, aus dem Oldenburger Münsterland. Ganz viele Begegnungen und am stärksten waren einfach die herzlichen Willkommensgrüße vieler Dresdner Diözesane. Also das muss ich schon sagen, das bewegt einen sehr. Dann einfach diese Stadt zu erleben mit so vielen Katholiken hier und die das Stadtbild einfach auch prägen, das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Das hätte ich mir vor vielen Jahren gar nicht vorstellen können, dass es hier mal ein Katholikentag sein will. Das Motto dieses Katholikentages heißt ja, seht, da ist der Mensch. Wie würden Sie das für sich persönlich übersetzen, dieses Motto? Erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Christen immer die Augen aufmachen, um den Menschen sehen, mit denen wir es zu tun haben, den wir ja möglicherweise eben auch eine frohe Botschaft sagen möchten. Aber das Erste ist das Sehen und mit dem Sehen eben auch einen Blick der Liebe zu haben für jeden Menschen. Damit fängt im Grunde alles an. Wenn wir davon sprechen, dass Gott die Liebe ist, dann soll das ja auch durch uns, durch den liebenden Blick und erbarmenden Blick irgendwie erlebbar und erfahrbar werden für den Menschen. Also das ist das Erste, was ich da sehe und was ich auch gerne sage. Für den Christen ist das andere wichtig oder noch ein weiteres wichtig, nämlich dass wir uns von Gott angesehen wissen. Er schaut uns an und er schaut uns eben auch mit einem Blick der Liebe an und mit dem Blick des Erbarmens. Und das tut uns Menschen gut, wenn wir uns so anschauen lassen und durch Gott auch so Ansehen bekommen. Von daher ist dieses Wort zu beiden Seiten hin, auf den Menschen hin ein wichtiges Wort, aber auch vom Glauben her auf Gott hin ein wichtiges Wort und sehr inspirierend. Ich habe es vorhin schon angesprochen in der Begrüßung, Sie sind neu ernannter Bischof von Dresden-Meißen, dem gastgebenden Bistum dieses Katholikentages, dieses Jubiläumskatholikentages. Sie sind noch nicht ins Amt eingeführt, das passiert erst im August. Trotzdem ist es ja schon fast eine Art Heimspiel für Sie. Nehmen Sie das schon so gefühlsmäßig wahr? Sind Sie schon ein bisschen angekommen? Also ich komme an, das merke ich, weil die Menschen auch mir entgegenkommen. Das erlebe ich so. Und ich bin dabei, eben sehr vieles einfach zu sehen. Ich bin noch nicht in einer Funktion hier. Ich kann noch sehr vieles schauen, beobachten. Ich treffe Menschen, ich erlebe Situationen und ich nehme die Räumlichkeiten war, die Kirchen war, die neue Propsteikirche war. Also sind alles für mich neue Eindrücke. Ein großes Aufnehmen und Speichern der verschiedenen Eindrücke und auch einiger Menschen, die sich mir vorgestellt haben. Das ist eine Fülle. Aber ich denke, es ist ein wunderschöner Einstieg, ganz behutsam irgendwie und noch nicht sofort in großen Funktionen. Obwohl nicht geplant, könnte man fast sagen, es ist ein kleines oder ein großes Willkommensfest für den neuen Bischof von Dresden-Meißen. Ja. Ich kann mir vorstellen, Sie sind in den vergangenen Tagen hier schon unzähligen Menschen begegnet, sind angesprochen worden, haben Gespräche wahrscheinlich ohne Ende geführt. Auf welche Reaktionen stoßen Sie, insbesondere bei den Gläubigen des Bistums hier? Also ich nehme wahr, dass die Gläubigen mit einem ganz offenen und frohen Herzen einem entgegenkommen. Sie freuen sich, dass ich komme, dass sie wieder einen Bischof haben. Und ja, das kommt ganz stark über.
plaudern Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die Ernennung ist einen knappen Monat jetzt her. Sitzen Sie in Vechta Ihrer bisherigen Wirkungsstätte schon auf gepackten Koffern oder wie hat man sich das vorzustellen? Nein, soweit ist es noch nicht. Also das wird erst Mitte Juli passieren. Und im Augenblick bin ich noch dabei, ich muss ja auch irgendwie etwas vorbereiten, um es dann einem möglichen Nachfolger zu übergeben, also Dinge zu sortieren und dann eben auch für mich klar zu bekommen, klar zu machen, dass ich das und jenes jetzt heute nicht mehr tue und nicht mehr anfange. Damit bin ich im Augenblick beschäftigt, aber die Koffer sind noch lange nicht gepackt. Das ist, kann ich mir vorstellen, ein großer Wandel, den Sie jetzt machen. Sie sind derzeit Weihbischof in einer sehr katholisch geprägten Region Deutschland, Offizialratsbezirk Vechta, der zum Bistum Münster gehört. Und Sie wechseln jetzt als Bischof in eine klare, harte Diaspora-Situation. Wie gehen Sie damit um? Also, das ist sicherlich eine ganz große Veränderung für mich. Die Heimat, meine Heimat, das Oldenburger Münsterland, ist klassisch katholisch geprägt, zweifelsohne. Aber so katholisch, wie man es immer gerne beschreibt, ist es dann doch auch wiederum nicht. Aber das ist eben auch nur ein Teil meiner jetzigen Region. Die Oldenburger Region bis hin nach Wilhelmshaven, Friesland, das Ammerland und auch die Delmhorster Ecke, da leben die katholischen Christen eben auch schon lange, lange in der Diaspora. Da sind eben mehr evangelische Christen und wenn ich nach Wilhelmshaven schaue, da gibt es auch schon ein großer, mehr als die Hälfte der Bewohner der Stadt Wilhelmshaven gehören zu keiner Religionsgemeinschaft. Also die Diaspora ist mir nicht ganz fremd. Die kenne ich auch so, auch schon in meiner jetzigen Tätigkeit. Aber ich habe sie immer erlebt als eine, ja, da sind Gemeinden, die klein sind, aber dennoch nicht weniger glaubensstark sind. Und das Leben in diesen Gemeinden ist oft sehr lebendig. Es gibt einen großen Zusammenhalt. Und man weiß eben auch, wenn wir hier katholische Kirche sein wollen, leben wollen, Gemeinde leben wollen, dann werden wir uns bewegen müssen, damit man zusammenkommt. Das erlebe ich dort also schon immer, die ganzen Jahre schon. Von daher habe ich keine Bange vor dieser Situation. Aber der Unterschied wird sein, dass die katholischen Christen in Dresden meistens sich auf eine riesige Fläche verteilen. Die ist so groß wie das Territorium des Bistums Münster. Und wenn ich mir das dann klar mache, was das für Entfernungen sein werden, dann heißt das wahrscheinlich, dass ich sehr viel unterwegs sein werde. Aber ich spüre auf jeden Fall, nehme ich jedenfalls so wahr, eine große Vorfreude bei Ihnen auf diese neue Aufgabe. Die Freude wächst. Ja. Die Amtseinführung ist im August, das habe ich schon gesagt. Da laufen die Vorbereitungen wahrscheinlich auch schon auf Hochtouren. Inwieweit sind Sie da persönlich involviert? Also die Vorbereitung, das macht das Domkapitel und die Verantwortlichen in Dresden-Meißen. Man hat mir ein paar Dinge vorgestellt, aber das ist alles noch in der Entwurfsphase. Da habe ich noch keine genaueren Anhaltspunkte. Das kommt noch. Wir sind sehr gespannt und werden das bei katholisch.de natürlich intensiv begleiten. Die Amtseinführung von Bischof Heinrich Timmer-Evers im August als neuer Bischof von Dresden und Meißen. Das war unser Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und gleich geht es hier bei katholisch.de weiter im Programm.